Shalom, liebe Freunde. Nun, wir leben hier in einer Welt voller Logen, Atlantik, Brücke, Bohemian Grove, Bilder, Berger, Triliterale, Kommission, Barack Obama mit 8 Präsidenten verwandt, Lady Gaga, Madonna, Bush, Kerry verwandt, Hillary Clinton und Angelina Jolie. Wir haben Brad Pitt und Obama, liebe Leute. Und was sehen wir bei den Logen? Die Symbolik, und ich kritisiere doch nur, laut Bibel geben sich nichtswürdige Menschen Symbolik, Symbole, was Christus von den Dächern rief, sollte bei Tag von den Dächern gerufen werden. Wir haben MK Ultra, wir haben diese Dinge, die vom Staat ausgehen, die ich kritisiere, CERN und HAARP und all diese gewissen Dinge, die mit Gewalt zu tun haben, liebe Leute, ja, die Christenverfolgung, Satanhexen, Satanhexen im Mainstream überall oder nicht. Liebe Freunde, die Bibel-Spam auf Facebook, man erkennt sie an ihren Früchten. Madonna sollte Kinder und Tiere aus ihrem Buch herauslassen, nicht wahr? Benutzt Kabbala und all das, die roten Schuhe wie in Oz, liebe Leute. Was ist da los? Wie im Himmel, so auf Erden. Und, liebe Leute, wir haben hier wieder den schmalen Weg, purer Hohn. Was ist das? Sodomie, der Saturnkulthut, den ja jeder hat, weil sie immer ein und dieselbe Meinung haben. Ein Thema in den Logen durchfluteten Medien, nicht wahr? Phallus-Symbol, blau und rot, Gehirnhälften in Ausgleich bringen und besessen werden. Von der Himmelskönigin, dem Lichtbringer Luzifer, den wahren Aliens, den Göttern vom Himmel, den gefallenen Engeln, der Himmelskönigin, den Dämonen, die man mit Planeten assoziiert wurden. Was heißt dieser Wert hier? Bruder und Schwester. Aha, Kansas City, United States, 4. Juli, liebe Leute, Gott ist auf der Erde. Pure Blasphemie, purer Hohn, die Pyramidenspitze und ihre Spielfiguren, liebe Leute, absolut pervers, absolut satanisch. Das antichristliche Buch Enoch oder was? Natürlich, hier heißt verrückt wie im Himmel, so auf Erden. Meine lieben Freunde, der Saturnkulthut, das Feuerwerk, 4. Juli, Unabhängigkeitstag. Doch Satan dreht alles herum, nicht wahr? Gut ist böse, böse ist gut, enorm auffällig, sehr suspekt oder nicht? Nun, wir haben doch die Jesuiten oder nicht? Wir haben die Freimaurer, die ganzen Sachen, liebe Leute, Sammy Davis Jr., Satanist und Ordensbruder, Kirchenmann, was ist da los? Liebe Leute, wir haben die Satanisten, ja, Anton LaVey, der immer gegen die katholische Kirche schießt, doch in der katholischen Kirche geht alles gegen die Bibel oder nicht, liebe Leute. Und wir haben die Jesuiten Intermirifica, der Papst sagt, ihm gehören die Medien, wir haben überall seine Jesuiten dort oder nicht, die Jesuiten gründeten Hollywood oder nicht, mit der Bank of America, die einst die Bank of Italy war, wir haben die Logen, wir haben die Lobbys und die Thinktanks, meine lieben Freunde, wir haben den Papst da und man sagt doch, die USA seien protestantisch gewesen, doch waren da nicht überall die Jesuiten? Haben wir nicht überall die Insignien der Jesuiten? Sieht das hier am Weißen Haus nicht nach Pentagramm aus? 100% FAKT, liebe Freunde. Oder nicht? Was ist da los? Wer macht sowas? Hab genug, enough of that garbage, aber sehen wir es uns an. Wir haben hier das Pentagramm, George Washington und all die wichtigen Leute, Freimaurer de facto, nicht wahr? Schachbrett, Jachin und Boas, man erkennt sie an ihren Früchten, lest Herrscher des Bösen von F. Tupper, Saucy. Ich weiß nicht, ob es auffällig ist. Liebe Leute, man erkennt sie an ihren Früchten, das Buch soweit in Ordnung, wie ich meine. Was haben wir denn in den USA hier, Denver Airport, erinnert das an was? Überall diese gewissen Rituale, liebe Leute, ist das ein Idiotentest, ein Wachsamkeitstest, wer postet so die Rothschilds? Ich bin kein Rassist oder Faschist, ich rede hier über die Jesuiten, ganz oben ist für mich Satan, wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, ich bin anders als meine Verfolger, die mich mit dem Tod bedrohen gegen Verfolgung, ich frage, was ist da los, sind die USA unabhängig, liebe Leute, wie unabhängig sind sie mit den Jesuiten, mit den Lobbys, mit den Logen, mit ihrer Symbolik, mit all dem. Wir haben die Federal Reserve, nun gut, auf der Titanic waren zufällig all die Feinde der Federal Reserve oder nicht mit dem Jesuitenkapitän, aber
Ich zeige dazu nichts, liebe Leute. Bildet euch dazu eure eigene Meinung. Recherchiert, ich berichtete. Ich frage nur, wenn wir überall diese Dinge haben, ein gewisses Finanzsystem generell, liebe Leute, mit Orden, Lobbys und Logen, wie vertrauenswürdig ist das? Katy Perry, hier die freimaurerische Freiheitsstatue aus Frankreich, dem Hauptsitz der Freimaurerei, nicht wahr? Ah, ein Lichtbringer, liebe Freunde, mit Krone. Noch Fragen? Es ist unfassbar. Und wie sie immer eingesetzt wird, der Turm von Babel hier oder nicht, Hollywood. Und was ist denn in Rom los? Die Bibel sagt, wir sollen niemanden auf Erden unseren Vater nennen, denn wir haben einen Vater im Himmel, liebe Leute. Wir wissen, was mit Stolz los ist, was mit Demut los ist, dass man kein Geld für den Gospel nimmt, was Götzen sind. Sie strichen dafür ein Gebot, nicht wahr? Es ist Babylon 2.0, es ist Ägypten, es ist Rom, Griechenland, es ist Persien, es ist Babel, liebe Leute, nicht wahr? Noch Fragen, es geht nicht deutlicher, es ist eine Agenda oder nicht. Oh Mann, der Schlangenraum hier, Jesus als Schlange, noch Fragen, man Knute El Diablo Teufel zu einer Handgeste, umgedrehtes Kreuz, ja, weil Petrus so starb. Der jesuitische Einfluss ist überall, nicht wahr? Pink ließ ihre kleine Tochter im Pentagramm mit 666 auf die Straße malen, hier jemand gestorben in dem Alter, wir müssen für alle beten, blau-rot, Saturn-Kult-Hut, Freimaurer-Hut, Jesus Christus-Pose, Lady in Red, Hure Babylon, schon wieder, wie bei Madonna, Nicki Minaj, Kylie Minogue, die mit Pentagramm auftrat und als Aphrodite etc. Liebe Leute, sind das die Ice White Chart Parties, meine lieben Freunde, bitte abonniert, aber Vater Maranatha, unfassbar oder nicht unfassbar, total asozial. Tja, es ist alles geheim, nicht wahr? Aber wir haben es immer dasselbe überall. Blau, Rot, Schwarz, Rot, Schachbrett. Seattle, was ist da los? Name ist Gott, Savior aus der Hand, liebe Leute. Ich sehe es hier überall. Wir haben das Riesenrad wie in Seattle. Tja, meidet große Plätze und Events. Haltet euch mal für 3 Sekunden ein Feuerzeug an die Fingerkuppe. Wollt ihr brennen? Liebe Leute, ich zeige nur, was die Bibel zeigt. Hier, der Buddhist, Curse gegen Gott, Sonnenkult oder was? Eins, die eine Weltreligion, nicht wahr? Wie im Himmel, so auf Erden. Ein Auge, Christus, Pose. Das von Gott geklaute, der geklaute Regenbogen, gefallene Engel, die Blumenschöpfung, nicht Schöpfer verehren. Eine neue Persönlichkeit blüht auf wie eine Blume bei Besessenheit und MK Ultra, nicht wahr? Frauen in Männerkleidung, Männer in Frauenkleidung, Magie. Wir wissen, was mit Verführern von Kleinen passiert. Diese Leute hier sind in den Trends. Frauen in Männerkleidung, Enki, Saturnkult, Streifen, nicht wahr? Schwarz und Rot, von vorne, von hinten, as above, so below. Und jede Frau hat natürlich hier so ein komplettes Königinnen-Outfit von sich, nicht wahr? Vor dem Spiegel, gar nicht freimaurerisch, ist es die weiße Göttin mit der Blume. Schwarzes Auto, ich zeigte es ja, Nipsey Hussle in seinem letzten Video immer, hat das schwarze Auto gehabt, nicht wahr? Wir hatten zuvor überall die Prominenten mit schwarzen Autos, dann starb Nipsey Hussle und hier weiß für die Dreifaltige, die weiße Mondgöttin, nicht wahr? Was für ein Zufall. Meine lieben Freunde, immer haben alle ein Thema, eine Meinung, nicht wahr? Hier, ihr Avatar sieht aus wie das Logo der dreifaltigen Mondgöttin. Manche fragen typisch blonde MK-Ultra-Opfer. Soll das ja an den Saturn-Kubus angelehnt sein? An einen Sarg? Was ist da los? Links Sodomie-Symbolik oder was? Liebe Leute, blau und rot, wie im Himmel, so auf Erden. Schwarzes Auto, Schachbrett hier und schwarz-weiß Würgegriff, nicht wahr? Schweigegeste der Freimaurer, schmaler Weg. Sie hat das rote Auto, die Pyramide. Ich denke, sie sind alle für Gun Control. Liebe Leute, sie dürfen die Knarren haben, nicht wahr? Blau-Rot-Schachbrett, was für ein Zufall. Umbrella, wie die Teufelsanbeterin Rihanna, sie nennt sich ja selbst so. Altarsymbolik, was ist da los? Wer post so? Aufwachen auf Decken, wacht und deckt auf. Liebe, liebe Freunde, weltweit exklusiv, das rote Auto, ein Auge mit Pyramide, Saturn-Kult, Nike, Enki, hier Sarah Connor in einer falschen Kirche, in einer Kirche, in der alles gegen Paulus geht, nicht wahr?
liebe Leute, hier die Dinge, die gegen Gott gehen, aber sie freut sich hier, das Herz ist ein Sodomie-Symbol, Sonnensymbol, bis die Wolken wieder lila sind. Hab genug, liebe Leute, blau und rot ein Auge. Und wann wurden die USA gegründet? Wann die Illuminaten? 1. Mai, kennt man das irgendwoher? Ach hier, Berge und Wälder, liebe Leute, ein Auge auch bei der Mutter, blau und rot, ein Auge, Göttinnenkult, Jakobs Leiter, weiße, dreifaltige Göttin, das Wunder, nur nie mit Gott, nicht wahr? Wir haben den Canada Day, liebe Leute, doch sind sie nicht mit England verbunden, liebe Leute, gibt es nicht Logen und Lobbys, wie wird das Geld generell aufgeteilt, haben wir nicht Intermirifica, den Papst, haben wir nicht eine ganz andere Hierarchie hinter den Kulissen, liebe Leute, ist das hier Ablenkung, faule Rede vor Kindern, wie im Himmel so auf Erden, was sagen die anderen Leute aus Kanada, hier in Satan verliebt, Hure Babylons, nicht wahr, schwarz-weiß, ein Auge, Berge und Wälder, ein Auge. Und ich zeigte es von Abend bis zum Abend. Wir haben den Sabbat. Gibt es noch irgendwelche Christen? Friert es euch ein hier, wenn ihr es sehen wollt. Die Weisheit der Welt ist nichts vor Gott. Liebe Leute, der See aus Feuer kommt. Ja, wir haben hier dieses Video. Hier redet also der finstere Luzifer mit seiner freimaurerischen Brillensymbolik, 666-Symbolik, die ja zufällig wirklich überall ist, wie ein Kleinkind seht. Über die Weisheit der Welt, nicht wahr, die nichts vor Gott ist, während der Freund dieser Welt der Feind Gottes ist. Und ich frage nur, ich meine es nicht böse, ein Kleinkind sieht es und es ist biblisch angekündigt und laut Gott denken solche Menschen nicht richtig nach, sie sind doch tot. Und das sind die guten Menschen, während gut böse böse gut ist und sie meinen zu dienen oder gar frei zu sein, Marionetten, Spielfiguren der Pyramidenspitze des Systems. Liebe, liebe Freunde, blau und rot, Göttinnenkult, ja, das Schiff im Weltall neben dem Stern Sirius, dem wichtigsten Stern für Freimaurer, dem Stern der Göttin Ishtar, neben dem Hundestern Sirius, dann hier der Hund, ja, ältere Frau küsst Kind, was ist da los? Nike, Enki, liebe Leute, das ist das Profil, das ist witzig, das ist lustig, nicht wahr? Wir haben die Logen, wir haben gewisse Dinge, Dinge, die nicht christlich sind, wir haben die Christenverfolgung, Leute machen sich Sorgen und es ist natürlich gut, wenn man puren Hohn zeigt, wenn man gar nicht nachdenkt, nicht recherchiert, alles einfach nachmacht, ist das traurig, so kurz nach 1945, die 666. Nun ja, haltet euch mal ein Streichholz an die Wange, ja, der See aus Feuer kommt, ihr scheint sehr viel Spaß daran zu haben, die Torheit, es ist natürlich, die Kreuzigung ist natürlich Torheit für die Leute, die verloren gehen, denn Gott schickte ihnen ja einen Irrwahn für ihre Liebe zur Lüge, liebe Leute, aber man erkennt schon in der Natur, dass Gott da ist, jeder sieht, was los ist, ein Kleinkind sieht, was los ist, die Lobbys, die Logen, die immer eine Meinung überall, liebe Leute, sowas hier vor Kindern. Und wenn man fragt, ist das richtig, ist MK Ultra richtig, dann muss man gejagt werden, nicht wahr? Wenn man die Bibel vorliest, muss man gejagt werden, dann muss man verhöhnt und verspottet werden und ist freiwillig. Und ja, Christus Pose, Berge und Wälder, blau und rot, die Mauer in Zeiten von Trump, was ist da los? Ein Auge, Phallus, Symbol, blau und rot, purer Hohn oder was, Idiotentest. Überall natürlich der Saturnkult, Hut, liebe Leute, ja, Lincoln, wie war das mit Freimaurern, mit Jesuiten und Lincoln, liebe Leute, recherchierte damals die roten Schuhe, die Lady in Red, Bienensymbolik, Volk der Bienenkönigin, freimaurerisch, Sonnensymbol, hier die Hüte, liebe Leute, blau und rot, ein Auge, blau und rot, die Lady in White, nicht wahr, die dreifaltige Göttin, Sodomie-Symbol. Und das vor kleinen Kindern, weiß zwei Schwestern, blau und rot Ausgleich, was ist da los, Sonnensymbol, weiß wie im Himmel, so auf Erden, violett mischt Farbe aus blau und rot, ich zeigte es, vielen Dank, ja, ich bekam viel Zuspruch, natürlich Miley Cyrus, Judas, Via Gematria und so weiter, blau und rot überall, hello, Via Gematria ist Satan, nicht wahr, man knuter Teufel zu einer Handgeste, wir müssen für alle beten, ja, wer post so hier Sirius Hund, nicht wahr? Natürlich rockender Engel, der anmutige Astronaut. Das Ding ist flach,
purer Hohn, nicht wahr? Hier Engel, Satan, das ist die Unterhaltung, nicht wahr? Schmetterling, MK Ultra oder was? Der Sirius und die Wassermelonen, überall Sonnensymbolik oder wie? Die Lady in Red wie im Himmel, so auf Erden, weiß, alle ein Thema, eine Meinung gegen Gott. Hier sehr viel Blasphemie auf diesem Profil, nicht wahr? Wie im Himmel, so auf Erden. Und ich muss wirklich sagen, ich bin ja nicht nur Christ, sondern auch ein europäischer Mann und ich habe immer gesagt, dass Rassismus natürlich überhaupt kein Problem in dieser Gesellschaft ist, aber ich muss wirklich einfach nur sagen, meine Meinung ist, ja, auch als europäischer Mann fühle ich mich in dieser Welt manchmal als Freiwild. Ja? Ich erlebe täglich Rassismus. Ja? Ich erlebe, wie ich in Rap-Texten von Ausländern irgendwie sehe, dass deutsche Kartoffeln genannt werden. Ich merke das von arabischen Mitbürgern. Ja, werde ich als Kartoffel verlacht, nur weil ich auch einen deutschen Hintergrund habe. Liebe Leute, ja, ich kam hier auf diese Profil, ja, einfach, ich habe hier über die Bibel geredet, es handelt sich hier um einen farbigen Atheisten und plötzlich lese ich hier, ich sage dir, wie es die Deutschen sagen, bla 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 und ich frage, ah, wir sind also nicht nur bei Christenverfolgung, sondern auch bei Rassismus oder nicht? Ich gehe auf gewisse Profile und sie sagen mir, das ist hier die Lehre des weißen Mannes, die du bringst, die Bibel und so, ja, und so weiter, meine lieben Freunde, ja, ich sehe das, wohin ich gehe, ich sehe immer diese Sachen gegen Weiße und ich kann wirklich sagen, liebe Leute, der weiße Mann ist der meist diskriminierte Mensch, den es derzeit gibt und wahrscheinlich der Welt, denn sie drehen ja immer alles herum, nicht wahr? Der weiße Mensch habe dies und das getan und die wahren Rassisten sagen wirklich, ja, der weiße Mann hat doch aber alles gebracht, all die Erfindungen in Europa und den USA sind nun mal die ganzen Weißen. Und liebe Leute, ich bin nun mal wirklich einfach kein Rassist. Ich habe doch nicht zu verstecken, ja. Ich bin einfach kein Rassist. Ich zeige euch hier die Bibel, die Wahrheit und mir ist egal, aus welchem Volk ihr seid. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen den Völkern, aber ich bin kein Rassist. Wenn ich über gewisse Themen spreche, ist mir das egal. Mir ist Rassismus wirklich vollkommen egal, liebe Leute. Aber es heißt natürlich immer, ja, Rassismus, Rassismus. Ich sehe gewisse Gewalttaten. Ich sehe kein großes Rassismusproblem im Land. Ich bin kein Rassist oder Faschist oder Hitler-Fan. Aber ich muss sagen, ja, als jemand, als europäischer Mann, ja, habe ich es oft mit Rassismus zu tun. Ja, ich komme hier auf diese Profile, die Lehre des weißen Mannes, die Lehre der Europäer, wie ihr sagen würdet, so und so, purer Hohn. Ich sehe diese ganzen Dinge, Kartoffel, dies und das, irgendetwas gegen Deutsche. Das sage ich einfach nur so, das ist einfach mein Eindruck, ja. Wenn es Rassismus gibt, es ist so. Und wozu passiert das? Die Kulturen werden alle schön durchgemischt, die eine Weltreligion kommt, sie sagen es ja, nicht wahr? Sie möchten alle zusammenfinden. Das Ding in Brüssel sieht aus wie der Turm von Babel, mehr nicht, ja. Für mich ist das Teile und Herrsche und es ist meine Botschaft, liebe Leute, ja. Es gibt Unterschiede zwischen den Völkern. Aber Jesus Christus starb für uns alle, liebe Leute. Ja, ich bin absolut für Gewaltlosigkeit. Das heißt, Christus kam nicht für den Frieden. Das heißt, wenn du Christus verhöhnst, kann ich dir nicht zustimmen. Ja, dann gibt es da keinen Frieden in dem Sinn, dass wir friedlich zusammenarbeiten, denn wir arbeiten nicht zusammen, aber ich bin für Gewaltlosigkeit, liebe Leute, ich bin dafür, dass jeder Mensch zur Liebe kommt, meine lieben Freunde, und wenn es um den See aus Feuer geht, so ist natürlich die Furcht vor Gott das Wichtige, liebe Leute, wollt ihr seelisch brennen, wollt ihr irgendwie brennen, hier der 4. Juli, Day of Arrival, Tag der Ankunft, 6. Juni, liebe Leute, das morgige Datum, der Sabbat, noch Fragen, Himmelstor, all das, God Wife, schon wieder so etwas, Frau Gottes, was soll das, das Blaue überall, liebe Leute, jetzt im Sommer, nicht wahr, wie im Himmel, so auf Erden, hier mit dem Symbol, was ist das los, die satanischen Minions, die dem Bösen dienen wollen und sowas, liebe Leute, kommt man als Jugendliche, die so etwas liest, schnell in
in den Bereich Prostitution. Ja, diese Jungs sind so, die sind so. Blau und Rot. Hoch den Arm, runter, wie im Himmel, so auf Erden, Nummer 3 Milliarden oder was auch immer. Ich benutze keine Numerologie. Handzeichen des 33. Grades, Pyramide, ein Auge, das ist ja schick, nicht wahr? Böse ist immer schön oder was? Das hier so vor den Jugendlichen schon wieder etwas mit einem Flugzeug. Die Tennis, das Tennismädchen, liebe Leute, hier Ariana Grande auf dem Kopf. Was ist da los? Schwarz und Weiß, ein Auge, Schachbrett, Berge und Wälder und das überall wie im Himmel, so auf Erden. Sirius, Hund, hier die Kinder, so, was ist da los? Und ich zeige es, natürlich wird kein christlicher Kommentar gezeigt, ohne dass umgehend die Christenverfolgung kommt, ohne dass zumindest getrollt wird oder nicht. Toren zeigen laut Bibel großes Gelächter. Dieser Kommentar wurde biblisch angekündigt und Christen sind nicht ohne Grund die meistverfolgten Menschen weltweit, so dass nirgendwo ein einziger biblischer Kommentar stehen kann, ohne dass umgehend Verfolgung passiert und viele reiben sich die Hände, wenn sie sehen, dass täglich kleine Kinder für den christlichen Glauben sterben oder nicht. Liebe Leute, der Heilige Geist ist real, bald wollen sie uns köpfen, keine Kirche christlich und man hat keine Entschuldigung, erkennt man doch in der Natur, dass Gott da ist. Ein kleines Kind erkennt im Jahr genannt 2019, was los ist und dass sich die Bibel vor unseren Augen erfüllt und wirklich überall alles immer nur gegen die Bibel geht oder nicht. Amazon, Spiegel, Musik, Filme, Kunst, Literatur, Spiele, Tradition, freimaurerische Handgeste, 666, Kirchen, Putin und Teilung, Tersche, Auffangbecken, kommt das nicht von Satan, Schleier, Irrwahn und Blindheit, Toben oder nicht, Teufelshörner, freimaurerischer Brillengriff, auch hier Zufall, 666, Volk der Bienenkönigin, liebe Leute, hier der Sonnenkult, Saturn, Kubus, wir brauchen Jesus Christus, den Sohn Gottes und Erlöser und die Welt, der die Welt und den Tod besiegte und in uns sein soll, der Freund dieser Welt ist der Feind Gottes, sodass wir das ewige Leben haben. Wer in seinem Herzen bösartig ist, der hat sich selbst gerichtet und wir vertrauen auf Gottes gerechtes Handeln und die Furcht vor dem Vater ist der Beginn der Weisheit. Wer der Welt folgt, wird sein Leben natürlich nur verlieren. Sehende sehen, meine lieben Freunde, unfassbar. Die sogenannten Systemkritiker handeln so wie einprogrammiert und zeigen gewünschte Reaktionen bezüglich Auffangbecken, Teil und Herrscher. Nur Christus ist die Wahrheit, meine lieben Freunde. So sieht es aus, so ist es. Immer noch. Immer dasselbe. Man fühlt sich beleidigt, wenn man sieht, was an der breiten Pforte alles so Aufmerksamkeit bekommt. Leute, die Rolltreppen ablecken. Leute, die einfach wie gewünscht über das reden, was die Bilderberger Zeitung zeigt oder nicht. Rache und rotes Auto, schmaler Weg, Berge und Wälder. Wie findet ihr das? Nun ja, ich betete für alle Menschen. Mögt ihr alle gesegnet sein im heiligen und unbesiegbaren Namen Jesus Christus. Amen. Vielen, vielen Dank für alles. Abba Vater, Maranatha, Shalom, Shabbat, Shalom, Seban. Thank you very much. Vielen Dank für alles. Bitte abonniert. Vielen, vielen Dank für alles. Shalom.